So, herzlich willkommen, wir sind zurück bei Skyrim. Ja, eine kurze Runde können wir heute noch machen. Ich muss gleich wieder husten. Ja, was ich noch sagen wollte mit der Vorleserei, man ist dann meistens gerade schon... Danke, Lydia. Jetzt steht es auch noch im Weg. So, man ist da gerade mit der Vorleserei einigermaßen warm geworden, dass man... Okay, da gehen wir wahrscheinlich... Was macht denn das für einen Sinn? Egal. So. Jetzt mal langsam hier. Wir wissen ja, dass man schon öfter bei Traugendingern hier dann die Wege beschritten hat. Laterne hier. Alles gelohnt hier. Man muss halt eben sagen, manche sind durchaus schlau, zum Beispiel, wenn man Untote sieht, die Flucht zu ergreifen, ist, wenn man es recht bedenkt und wenn man wenig Handwerkszeug hat, eine recht relativ schlaue Vorgehensweise. Der ist schon altersschwach. Der hat schon gehinkt und so weiter. Das war schon ganz wichtig, dass wir den jetzt erlöst haben im Grunde genommen. Also altersschwach, die haben ja eigentlich gar kein Alter. Geht das Alter weiter, wenn man untot ist? Es ist eine philosophische Frage, die ich gerade stellen möchte. Wir wissen noch nicht, wo wir sind. Doch. Geil. Wir haben den dritten im Bunde ja schon gesehen. Alles klar. Hold Ancient. Ich meine, wir können ja auch theoretisch schon mal quasi so vorchecken. Oder? Ist doch eigentlich... Wäre das doch theoretisch... Obwohl wir... Entschuldigung. Wir machen vielleicht die Quest kaputt damit, ne? Nicht, dass wir hier die rein... Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay. Ach, du hast schon den gefunden. Alles klar. Gut, gut. Ich guck bloß mal hier. Schauen, was es gibt. Ja, das war tatsächlich low. Das waren zwar Geißeln, die können natürlich auch ein bisschen... auf den Geist gehen. Die können einen Geiseln halt, ne? Aber was soll's. Ich möchte nur kurz verweisen, dass das hier echt auch cool aussieht. Komm, geh schnell zurück. Aber ich muss auch wirklich... Ich bin noch nicht ganz befriedigt, weil bei sowas auch häufig noch was versteckt ist. Wo man dann weiterläuft und denkt, da ist ja eh nichts mehr. Das habe ich ja alles schon gesehen, kenne ich ja schon. Gerade deswegen, wisst ihr? Aber hier ist wirklich nichts. Gut, so jetzt zurück. Ist das der Weg? Das ist der Weg. Alles klar, wir haben ihn zum Glück mit einer Geißel
Habt ihr sie schon alle getötet? Ja, sie sind alle tot. Hoffe ich. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Mir nach. Halt nicht zurück. Ach Gott. Ja, du bleib, du. Ja, ja. Ich hab das schon gehört. Das Gitter ist zu. Ich brauche einen Kopf, der mir sagt, dass dieses Gitter aufgemacht werden muss. Diese Türen sind das Einzige, was noch zwischen mir und dem Schatz steht. Genau. Und ich soll dir jetzt den Arsch hinterher tragen, damit du zu deinem Goldkrieg kommst und ich nichts abbekomme. Is there some way to open them? Das sollte es lieber. Ich bin nicht den ganzen Weg gekommen, um mit leeren Händen abzuziehen. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Türen tiefer in den Ruinen zu aktivieren. Nehmt den Schlüssel. Damit solltet ihr die Türen auf beiden Seiten der Kammer öffnen können. Okay. Siehst du mal, wenn wir die umlegen, dann kriegen wir den Schlüssel nicht sofort, okay? Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, weil ich es nicht gelesen habe, weil ich wieder mit irgendwas... Jeder Moment, den ihr verschwendet, bedeutet, dass die Türen weiter verschlossen bleiben. Beeilt euch! Die ist schon so ein bisschen... Uiuiui. Verschiedenes. Find a way, open the gates. Alles klar. Das braucht man mir ja nicht zweimal sagen. Also, ich möchte als erstes mal schauen. Wir haben da, glaube ich, erstmal... Hinten welche? Guck mal, schön. Okay, dann gehen wir jetzt, das wird sicherlich da drüben genauso sein, dann gehen wir jetzt einfach mal schrittweise hier vor. Ein bisschen erforderlich, alles klar. Wir sollen hier lang gehen, ne? Und gerade deswegen will ich eigentlich nicht hier lang gehen. Verdammt. Ich würde gerne erstmal was anderes machen. Das sind ja noch eine Menge andere Türen, ne? Oh, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Nicht gut. Moment, das ist nicht gut, ne? Aufpassen. Okay. Gut, cool, dass sie uns jetzt hier sichert. Ich meine, sie hat jetzt ausgelöst, ne, das Zeug, aber was soll's. Passiert ist passiert. So, jetzt mal gucken, wo stehen wir denn da? Okay. Es ist leer. Okay, ich habe es gerade zu spät gesehen. Auch leer. Okay. Oh nö. Ein Durcheinander. Before the ages. Und vielleicht steht da die Lösung drin. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ganz schrecklich. Das Türchen hatte ich vorhin schon gesehen. Okay. Sehr schön.
schön. Okay, Lockpicks wären noch schöner. Latschen wir mal dran vorbei und gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Die hat sich das redlich verdient, das Gold, was hier rausspringt. Die hat ja die ganze Zeit ganz... Sucht uns jetzt, ne? Gut, Lydia. Schön. Schöne Lösung. Okay, langsam. Hä? Ich dachte, da stünde gerade noch ein Trauge. Habe ich mir wohl gehört. Eine Einbildung meinerseits wahrscheinlich. Wo? Da. Da ist er wieder. Schönes Ding. Da können wir auch wieder hoch. Also das wäre jetzt nicht das Schlimmste, da runter zu gehen. Okay. Bist du hier auch rüber gesprungen oder wie bist du denn hier rüber gekommen? Was? Wie bist du rüber gekommen? Ach so. Okay. Ich wollte noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber nein. Okay, passt. Gut, dann glaube ich, sollten wir alles hier haben. Kurz hier nochmal hin, aber da ist wohl auch nichts mehr. Zum Dreugelchen. Na. Alter, den haben wir natürlich jetzt schon ziemlich zugesenzt hier. Ich gucke mir nur noch mal ganz fix das hier an. Aber wir haben es eigentlich... Nanu! Siehst du mal. Gewetztes. Ein gewetztes... Ein gewetztes Schwert. So. Ich fürchte, mich hier zu verlaufen. Verstehe, verstehe. Wir verfolgen einfach mal schön weiter die. Da ist sie, das wollte ich noch gern wissen.
Okay, hier nochmal kurz reinkicken. Nein, da ist nix. Ruiniert. Es ist ruiniert. Kurz kicken hier. Ja, nix. Gut. Ist das dann praktisch der Parallele? Nein, aha, guck mal. Sehr schön. Verstehe, verstehe. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwas... Wir werden erschlagen, erstochen, wenn wir uns nicht... Eulen. Okay. Okay, dann hätten wir das. Die hatten wir vorhin schon. Die ist leer. Ach, guck mal. Und die ist leer. Alles klar. Wir waren aber hier noch nicht, ne? So. Und sie ist leer. Alles klar. Leider nichts. Leere Urne. Ja, ja, ich höre schon. Ruinierte Bücher, noch ein ruiniertes Ding. Schöner Schein der Rüstung, ne? Ich hätte gern noch ein bisschen höher auflösende diese Rüstung. Upsi. Lydia. Hey, das Ding. Okay. Löst der wieder aus eigentlich? Ah ja. Gut an. Tja.
eigentlich ist es immer relativ klar. Waren wir hier schon? Scheißdreck. Wow. 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 Die hat ja den finalen Schlag jetzt schon mehrmals gemacht. Ein Linen Wrap könnten wir jetzt mitnehmen. Ist dies nicht schön? Ja, es ist nicht schön. So. Grand Sojourn. Ja, die waren schon irgendwie ein kleines bisschen... Wow. Holla. Sie hatten. However. Eintönlein. Nochmal Grand Sword. Wow, wir kriegen hier richtig viel Zeug in der Richtung. Ist das eine Aufforderung für das Spiel, uns doch mehr zu kümmern um diese, mit diesem Seelengelumpe da? Alles an. Das ist mir schon wichtig. Okay, es geht noch mal eine Ebene höher. Verstehe, verstehe. Interessant. Sie schwingt ein bisschen hin und her. So, gut. Ganz kurz, weil es diese vielen Wege und so weiter und so fort, da ist man schnell dabei, was zu übersehen. Aber vielleicht auch nicht. Da gucken wir jetzt gleich noch mal in die andere Richtung. So. Wir von da? Ich glaube fast ja. Okay. Da liegt zumindest der Gevatter. Und ich meine...
Öhrchen noch. So. Gut. Hier ist nichts hinter. Nee. Alles klar, da. Wiederholen wir das Buch. Schuppenhelm, ja gut, komm. Und ruinierte Bücher. Sieht soweit aber vollständig aus, ne? So. Nicht gut. Wow. Okay, tolle Einstellung heute hier. Schön. Okidok. Da gibt es noch mal was zu rätseln wahrscheinlich. Aber ich würde hier vielleicht einen kleinen Cut setzen. Und dann beim nächsten Mal weitermachen. Vielen, vielen Dank, Lydia. Und ja, dir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.